So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Dienstag, den 21. Dezember 2021. Gemeinsam mit Markets wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen, wie gewohnt. Und mit Ausblick auf das Weihnachtsfest, das anstehende Weihnachtsfest jetzt am Wochenende, hätte ich ehrlich gesagt erwartet, dass das doch ein relativ ruhiges Treiben wird, ausgehend eben vom Umstand, dass eben Weihnachten vor der Tür steht. Aber wir sehen, soweit das Auge reicht, neue Entwicklungen. Also besonders, wir haben jetzt zum Beispiel aktuell im Devisenmarkt in der Türkei, da wollen wir heute einen Blick drauf werfen. Nicht, dass wir das traden werden wollen oder irgendwelche Setups hier formulieren werden, aber die Volatilität, die ist doch schon ziemlich nett formuliert, dramatisch, die wir dort zu sehen bekommen. Da werden wir also rein aus informationstechnischer Sicht werfen wir einen Blick drauf. Gestern nachbörslich Zahlen von Micron, gestern nachbörslich Zahlen von Nike, beide überzeugt, besonders Micron, richtig starke Earnings und ja, da lässt sich eventuell dann auch für den heutigen Tag ein sehr interessantes Setup formulieren. Auch im Einzeltitelbereich Tesla zum Beispiel hat einen Test der 900er-Region gesehen, also die Region, die ich schon seit geraumer Zeit zum Thema mache. Mit etwas Geduld haben wir jetzt genau einen Test zu sehen bekommen. Schauen wir, ob dieser Bereich hält. Ehrlich gesagt, gestern Abgabedruck zunächst im US-amerikanischen Markt haben wir zu sehen bekommen. In den Abend hinein haben wir eine deutliche Erholung zu sehen gekriegt. Nicht, dass jetzt irgendwie das alle Vorzeichen auf grün setzt, aber zumindest mal sieht es mehr und mehr danach aus, als wenn nach unten so ein bisschen die Luft raus zu sein scheint. Also diese Omikron-Lockdown-Sorge zumindest derzeit sich nicht beginnt, irgendwie dramatisch weiter zu manifestieren. Ja, da werfen wir auf jeden Fall einen Blick drauf. Ethereum ist im Bereich immer noch diese Aufwärtstrendlinie, die ein ganz klares Level liefert, gegen das man sich long positionieren könnte, eventuell also auch der Kryptobereich, durchaus rein technisch mindestens von Interesse. Ja, also wir haben eine packed Agenda, wer hätte das gedacht? Und bevor wir offiziell starten, einmal hier der Blick, wie gewohnt, auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin gehandelt werden und mit dem hohen Risiko einhergehen, ausgehend von der Hebelwirkung, schnell Geld zu verlieren, sind nicht für jeden Anleger geeignet. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil setzt man sich zunächst mit dem auseinander. Dann lade man sich eine Demo auf markets.com/de runter, handelt im risikofreien Demo-Modus, schaue, ob die Schwankungen bzw. das Gesamtprodukt sich für einen eignet. Kommt man dann zu dem Schluss, dass dem der Fall ist, dass das so ist, dann kann man sich entsprechend auch natürlich dort ein Live-Konto relativ zügig besorgen, in Anführungsstrichen, und den Switch in den Live-Modus gehen. Alle Informationen, der vollständige Risikohinweis, allen voran auf markets.com/de. Dort auch alle Informationen darüber hinausgehend für die Produktpalette von Markets, seien es physische Aktien, seien es ETFs. Deswegen machen wir es auch hauptsächlich hier zum Thema, die physischen Aktien, ganz besonders die Einzeltitel. Habt ihr Fragen zur darüber hinausgehenden Produktpalette? Kontaktiert gerne Elena mit einer E-Mail. Schreibt gerne Fragen jetzt in der Chatbox hier live im Stream. Zu den Märkten würde ich euch gerne beantworten, beziehungsweise wenn ihr euch die Aufzeichnung anschaut bei YouTube, gerne unterhalb dieses Videos kommentieren und eure Fragen, eure Einschätzungen dort hinterlassen. Kontaktiert mich gerne per Mail, jklatt@jk-trading.com. Schaut gerne auf Twitter vorbei, @jklattfx. Was haben wir noch? Twitter haben wir Trading-Chatbox auf der Webseite, ganz sehr gute Idee. jk-trading.com/forum, da habe ich alltäglich eine Trading-Chatbox, wo ihr euch nicht nur mit mir, sondern auch mit anderen Trading-Begeisterten austauschen könnt. Darüber hinausgehend die Discord-Community, auch dazu stelle ich gleich im Laufe des Events hier, sobald es sich anbietet, den Link ein. Also diverse Möglichkeiten auf jeden Fall zusammenzufinden. Wir switchen einmal hier rüber in die MarketsX-Handelsplattform und ich mache den Disclaimer zu, räume hier kurz ein bisschen auf. So, und dann schauen wir einmal hier. Sehr gut. Also hier wird alles gut gestreamt. Ich sehe schon, Martin schreibt guten Morgen. Also insofern gehe ich davon aus, dass hier alles gut übertragen wird. Dann hier bei Twitch wird auch alles gut übertragen. Apropos Twitch, für alle YouTuber an der Stelle einmal hier der Link zur Twitch-Community. So, beziehungsweise also zum Twitch-Stream, sollten irgendwelche Schwierigkeiten bei YouTube auftreten. Und wenn wir schon dabei sind, können wir auch gleich Discord hier mit einpflegen. Einen Augenblick. Ich muss mal eben hier den Link bearbeiten. Läuft nicht ab. Neuer Link generieren. So, zack. Zack. So, da ist einmal der Link zur Discord-Community. Die werden wir gleich nochmal anschauen. Im Laufe des Tages, also das, was ich gleich zu Nike erzählen werde und auch zu Micron, ganz besonders, aber eventuell auch zu Tesla, ein bisschen übergeordnet, werde ich da die Gameplans auf jeden Fall noch mit einstellen. Ich sehe gerade hier bei einem Blick rüber Silber 22,60. Also das bedeutet, wir sehen auch hier wieder einen deutlich bullischen Drive und offensichtlich jetzt einen Abschluss dieser potenziellen Korrektur.
Das könnte jetzt hier der Breakthrough auf der Oberseite sein, der weiteres bullisches Momentum freisetzt. Also auch da werfen wir gleich einen Blick drauf. Bevor wir allerdings drauf schauen, wie gesagt, einmal hier zunächst der Blick auf den DAX. Ich denke, dass wir in Bezug auf eine Jahresendrallye, nennen wir sie mal Santa Claus Rallye, jetzt die Chancen schwinden sehen, so möchte ich das mal formulieren. Die charttechnischen Gegebenheiten im DAX sind da nicht besonders attraktiv. Was ich allerdings sicherlich positiv herausstellen wollen würde, ist, dass wir auf diesen gestrigen Stint in Richtung der 15.000er Region, als wir die schwachen Wochenstart sahen, wie gesagt, Lockdown, Sorgen, die sich übers Wochenende begonnen haben, eben dann zu etablieren infolge der Schritte, die dort in den Niederlanden auf den Weg gebracht worden sind. Jetzt spricht man hierzulande von nicht mehr vor Weihnachten, aber nach Weihnachten, wo in einem, ich glaube, jetzt nennt man es wieder Lockdown Light, was auch immer ein Lockdown Light ist, ich habe keine Ahnung. Wirklich, ich schaue mir das nicht mehr an. Mal gucken, was die Herrschaften, ich glaube, heute sitzen wieder die Ministerpräsidenten irgendwie zusammen, was sie sich jetzt einfallen lassen. Also wenn Lockdown Light jetzt heißt, dass Bars, Clubs, Diskotheken und dergleichen jetzt wieder geschlossen werden, eventuell hätte man auf die Idee ein bisschen früher kommen können, aber ich meine, nach Weihnachten ist natürlich auch ausreichend früh genug. Ja, vor dem Hintergrund, dass man ja auch weiß, dass die Impfstoffe eventuell nicht so wirken, wie man das ursprünglich erwartet hätte, in Bezug auch ganz besonders auf die Transmission des Virus, die ja selbst bei Geimpften nicht komplett unterbunden würde, beziehungsweise gar nicht unterbunden wird und das eigentlich keinen Unterschied macht. Und dass Tests vielleicht an der Hinsicht ein bisschen was Sinnvolles gewesen wären. Gut, also wenn der Lockdown Light jetzt ist, dass man eben Clubs, Bars und der weiter schließt, dann könnte in diesem Zusammenhang ja das eventuell erklären, warum wir keinen weiteren Abgabedruck sehen, denn dieser, ich nenne jetzt mal vollständige Lockdown, der da vielleicht auch dann so durch die Medien geisterte, der scheint dann zunächst einmal jedenfalls vom Tisch zu sein. Wie auch immer geartet, ich glaube, die Chancen, dass wir oberhalb von 15.000 Punkten ins Weihnachtsfest gehen, die sind relativ groß. Nichtsdestotrotz ist die Chance wiederum verhältnismäßig gering, dass wir die 16.000 zum Thema machen. Gestern hatten wir noch kurzzeitig den möglichen Bruch tiefer thematisiert, diese wichtige Region hier auf der Unterseite. Das ist tatsächlich nicht die 15.000er Region, sondern vielleicht ein bisschen tiefer noch gefasst, der 14.800er Bereich, mit dessen Unterschreiten sogar Abschläge denkbar geworden wären, bis in Gefilde bis 14.000. Punkte, vielleicht sogar tiefer. Aber die US-Märkte, die haben dann, besonders hier eigentlich schon der DAX, wir hatten das ja schon im Morning-Meeting zum Thema gemacht, da bin ich gestern dran, dass gegen Ende des Morning-Meetings Martin in die Chatbox schrieb, der DAX findet jetzt hier Käufer an der Stelle und wir haben tatsächlich dann hier schon den Sprung zurück über den EMA 50 an der Stelle gesehen und haben dann erstmal ein relativ choppiges Treiben gesehen mit der US-Eröffnung, aber gegen in den Abend hinein drehten wir dann eben nach oben auf und haben, wenn auch solide geschlossen, es war jetzt nicht super stark, aber dann auch entsprechend eben über die asiatischen Märkte entsprechende Aufschläge eben gesehen. Und der DAX ist kurzzeitig zurück über die 15.400er Marke gelaufen. Das ist hier immer noch diese rot gestrichelte Linie. Vielleicht sollte ich die nicht unbedingt nur als Widerstand, auch wenn sie jetzt einen Widerstand darstellt, aber ich vielleicht eher in Türkis halten. Es ist eine Art für mich Inflection an der Stelle. Also das bedeutet, alles, was oberhalb stattfindet, ebnet nochmal den Weg in Richtung hier der 15.800er Region. Wenn wir es nicht schaffen, dieses 15.400er Level zurückzuerobern, so wie es aktuell ausschaut, weil wir nach dem initialen Drop hier Markteröffnung zum Kassa-Open ganz besonders unter den EMA 50 und den Ausbruch aus der Open Range auf der Unterseite zu sehen bekommen haben. Es gelingt aktuell nicht, hier diesen EMA zurückzuerobern. Das lässt für mich erstmal grob den Vorteil jetzt auf die Short-Seite switchen. Und ja, bleibt auch so lange bestehen, wie wir, wie gesagt, unterhalb des EMA 50 uns halten. Abgabepotenzial auf der Unterseite, mal schauen, wenn die 15,280, 15,3 nicht hält, könnte das nochmal unangenehm werden. Dann wären nochmal Abschläge bis 15,2 und dann vielleicht sogar in Richtung der 15.000er-Gefilde denkbar. Sollten wir uns auf der Kehrseite gegen 15,3, 280, 300 stabilisieren und dann den EMA zurückerobern, früher oder später, dann hängt es davon ab, ob es gelingt, eben die 15.400er-Marke zurück zu erobern. Also das bedeutet an der Stelle, wenn wir dann ober oder über hier diese türkisfarbene Linie laufen, also übergeordnet, vielleicht das ist nicht so günstig, weil das hier auch eine türkisfarbene Linie ist, das ist der krasse, auch wenn wir mal orange. So, wenn wir dann über diese orangefarbene Linie hier an der Stelle laufen, dann wäre das vielleicht begünstigend in ein jetzt ausdünnendes Marktumfeld, in den Wochenschluss hinein, wäre das vielleicht denkbar, dass wir nochmal in Richtung dann der 15.600er Region driften. Aber wie gesagt, eigentlich gehe ich eher davon aus, dass wir zumindest deutlich unterhalb von 16.000, irgendwo zwischen 15.000 bis 16.000 eben aus dem Jahr wahrscheinlich pendeln werden. Ausgehend von dem saisonal günstigen Fenster, würde ich sagen, liegt die Wahrscheinlichkeit einer, nennen wir sie mal bullischen Drift, zwar eher
auf der Oberseite. Aber in dem Zusammenhang hängt jetzt eben auch vieles davon ab, ob wir die 15.400er-Marke im DAX in der Lage sind, zurückzuerobern. Das lässt dann auch am Rückschlüsse zu, wie ich den aktuell tradingtechnisch hier an der steht, an der Stelle angehen würde, den DAX. Grundsätzlich sehe ich zwar den Vorteil auf der Short-Seite, nichtsdestotrotz, wenn wir eben hier besonders die 15.280-300er-Region sehen, eine wichtige Widerstandsregion und wie diese dann gestern hier in den Abend erstmal hat zurückerobert werden können und dann auch gehalten hat werden können. Und wenn man ergänzend dazu auch sich anschaut, wie sich zum Beispiel der S&P hier präsentiert hat gestern, nach einem durchwachsenen Start, aber dem Halten eben, erinnert euch daran, ich hatte die 4.500er-Region herausgestellt. Den Flush, den haben wir noch nicht mal zu sehen gekriegt. Also das hat sich relativ zügig eigentlich zu Beginn der Markteröffnung, hatte sich das abgezeichnet, schon recht zügig nach 15.30 Uhr. Also ich gebe dem Markt an der Stelle für solch ein Szenario, wie ich es gestern skizziert habe, meistens, sagen wir mal, die erste halbe Handelsstunde. Also von 15 oder zwischen 15.30 Uhr bis 16 Uhr. Wir haben leichten Abgabedruck gesehen, aber es war eben nicht dieser Flash-Out-Moment, also dieser aggressive Sell-Out, den ich erwartet hätte. Und als wir dann eben hier begonnen hatten, uns gegen die 4.530er-Region zu stabilisieren, also das war der Bereich, der sich im Bereich der Tiefs, gestern früh eigentlich schon ausgebildet hatte, und wir diese nächtlichen US-Tiefs beziehungsweise die europäischen Handelstiefs, so muss man es vielleicht eher formulieren, haben nicht unterschreiten können. Da hat sie sich begonnen, das so ein bisschen aufzuhellen, das Bild. Und als dann der, das zeige ich euch mal im Spider, als dann der VWAP hat zurückerobert werden können, das war allerdings in der zweiten Handelshälfte, aber dann so gegen 8 Uhr, also abends, 20 Uhr unserer Zeit, da begann sich so ein bisschen herauszukristallisieren, dass es das nach unten potenziell war. Und was wir jetzt eben zu sehen bekommen in diesem Zusammenhang ist, dass wir in Richtung eben hier dieser Widerstandsregion um 4.600 Punkte im Falle des S&P zurücklaufen. Und das ist auch jetzt für uns so ein Schlüssellevel. Also sollte es nämlich gelingen, diesen Bereich hier nicht nur zurückzuerobern, sondern auch dann sich oberhalb zu stabilisieren, dann ist nicht nur auf der Unterseite sind wir potenziell fertig, sondern dann bleibt eben da auch dieser Aufwärtstrendkanal intakt. Und wenn auch nicht zwangsläufig jetzt ins Weihnachtsfest hinein oder in den Jahresschluss, aber zu Beginn des kommenden Jahres, scheint dann durchaus realistisch, dass wir eben hier nochmal die Attacke auf die Allzeithoch starten und dann darüber hinausgehend eventuell über kurz oder lang so die 5000er Marke eben anlaufen. Also das heißt, der Ausblick bleibt für den S&P weiter ganz klar bullisch. Nicht, dass weiterhin Skepsis angemessen wäre. Also wir haben diverse potenzielle Brandherde, die sich auch früher oder später mal dramatisch entladen können. Aber was wir ebenfalls hier erkennen können, ist eben diese sogenannte Resilience. Also das heißt, der Markt ist unglaublich widerstandsfähig und reagiert auf auch ein deutliches Kippen aus BIAS-technischer Perspektive zum Beispiel unglaublich stark. Wir sehen eben jetzt anziehende Sorgen, sei es Omikron, da gibt es diesen kurzen Flashout-Moment auf der Unterseite. Da wird eine riesen Panik gemacht. Die wird über die Medien forciert, die trifft den breiten Markt, in Anführungsstrichen die Marktteilnehmer, die natürlich sich dann schon die Frage stellen, naja, Jahresschluss, vielleicht, ich weiß ja nicht, was über die Feiertage passiert, sollte ich vielleicht beginnen, meine Exposure, also mein Portfolio vielleicht generell erstmal in trockene Tücher zu bringen, soll ich in dem Zusammenhang vielleicht erst einmal hier mich erleichtern, in Anführungsstrichen, also mein Portfolio einfach ausdünnen, vielleicht größtenteils in Cash switchen beispielsweise. Was man nicht unterschätzen sollte aus der Perspektive ist natürlich, solch eine Überlegung, die setzt natürlich voraus, dass wirklich Skepsis in den Markt kommt und wirklich Sorge auftritt, weil wir haben jetzt den Jahresschluss, Stichwort Steuer. Also wenn du jetzt anfängst, aufgelaufene Gewinne beispielsweise, weil du in den S&P seit Jahresbeginn mehr oder minder long gehandelt hast, hast du irgendwie, weiß ich nicht, zu Beginn des Jahres 100.000 reingestellt zum Opening Print bei 3.680 Punkten roundabout und jetzt handelt der hier fast 30% höher, dann hast du 30.000 Euro Profit aktuell, Floating. Wenn du den jetzt realisierst, musst du natürlich Steuern zahlen. Das kannst du dir eventuell, das kannst du auch ein bisschen günstiger gestalten. Dann sagst du eventuell, wenn ich reduziere, dann nach den Feiertagen. Das wäre auch eine Überlegung, die natürlich jetzt hier eine Rolle spielen sollte. Aber wollen wir es nicht überkomplizieren oder überkomplexer gestalten, als es vielleicht dann an der Stelle ist. Der Markt kann sich einfach unglaublich widerstandsfähig gerade hier präsentieren, trotz auch der Aussichtsstellung eines Tapers. Jetzt kommen wir wieder zu den globalen makroökonomischen Aspekten, also weg vom Sentiment, einfach hin zu den Entscheidungen, die Fed auf den Weg gebracht hat.
verkündet den Taper nicht nur jetzt, dass es eine Verdopplung der Taper-Geschwindigkeit gibt, sondern dass wir darüber hinausgehend auch drei Zinsanhebungen in 2022 in Aussicht gestellt bekommen haben. Darüber hinausgehend, der Dotplot suggeriert drei weitere Zinsschritte um jeweils 25 Basispunkte in 2023. Ein sehr stark restriktiver geldpolitischer Kurs, möchte man fast sagen. Das in Kombination mit diesem Bias ist eigentlich ein Grund davon auszugehen, dass wir eher Abgabedruck sehen. Der Markt widersetzt sich dem. Also wir haben zwar diese Flashouts zu sehen bekommen, auch post-Thanksgiving beispielsweise, diese Attacken hier auf die 4.500er-Marke, aber wir haben diese abwehren können. Wir können diesen Aufwärtstrendkanal halten. Und in dem Moment scheint einfach auch zunehmend wahrscheinlich der Wille der Bären jetzt aktiv zu werden, sich mehr und mehr wahrscheinlich zu verflüchtigen. Sprich, anders formuliert, der Abgabedruck, der sollte kontinuierlich abnehmen und ausgehend hiervon wechselt dann potenziell jedenfalls der Weg des geringsten Widerstandes auf die obere Seite. Und in dem Zusammenhang, wenn wir eben jetzt die 4.600 zurückerobern, also wir haben gestern schon hier ja einen Widerstand gefunden, beziehungsweise jetzt eigentlich heute Nacht, möchte man es eher formulieren, beziehungsweise also heute Nacht US, heute früh europäischer Handel, sollten wir diesen Bereich in der Lage sein, zurückzuerobern, dann könnte das der Wegbereiter sein für weitere Aufschläge, infolge derer auch der DAX die 15.4 zurückerobert und weitere Aufschläge eben tatsächlich sieht. Also egal wie skeptisch man ist im aktuellen Umfeld, was sich auch sicherlich begünstigen wird durch jetzt die private Konstellation, die man vorfinden wird, Spannung vielleicht im familiären Umfeld, ich weiß nicht, irgendwelche Familienfeiern, die abgesagt werden müssen, weil jetzt irgendwelche Warnungen ausgegeben werden, was natürlich auch zur mentalen Belastung beiträgt. Ein guter Freund von mir zum Beispiel, seine Frau hat jetzt Corona, jüngst hat sich angesteckt, ist jetzt zu Hause in Quarantäne, er ist auch zu Hause in Quarantäne, Weihnachten kannst du vergessen, weil frei testen kannst du dich frühestens nach, ich weiß gar nicht, wie viele Tagen. Also bedeutet etwas anders formuliert, familiäres Weihnachtsfest findet da allenfalls über Skype statt. Das sorgt für eine Belastung aus mentaler Perspektive, eine kognitive Verzerrung potenziell, die Auswirkungen auf grundsätzlich, dass das dein Verhalten im Markt hat, also im Bereich Trading bzw. Investmententscheidungen und dergleichen. Nicht, dass jetzt noch große Investmententscheidungen getroffen werden, wie gesagt, das hatte ich gerade ja grob umrissen, Stichwort Steuer und dergleichen, aber nichtsdestotrotz, das ist einfach etwas, das trägt im Allgemeinen dazu bei, dass man einfach eine skeptische Haltung einnimmt und die entfaltet sich hier nicht in irgendeiner Form. Und das ist ein klares Signal, was der Markt sendet, dass er einfach diesem Abgabedruck standhalten kann. Ganz im Gegenteil, sogar diese bullische Struktur in der Lage ist zu verteidigen und das favorisiert dann eher die lange Seite. So, also, lange Rede, kurzer Sinn. 4.600 ist das Make-or-Break-Level im S&P 500. Rückeroberung scheint durchaus im Rahmen des Möglichen und dann infolgedessen eben auch eine Rückeroberung der 15.400 im DAX. Ah ja, okay, ja gut. Okay, Martin erklärt mir gerade, was mit Light gemeint ist. Also Bars, Clubs, Discos werden nach Weihnachten geschlossen. Und dann dürfen hier sich nur noch 10 Personen in geschlossenen privaten Räumen treffen. Okay. Anschließend, oder da muss man wieder sich gutstellen mit seinen Nachbarn wahrscheinlich nicht, dass die Corona-Polizei ruft, damit die diese Partys auflöst. Also mal ich. Okay, lassen wir das. Das ist Quatsch. Das ist ja albern. Ja. Freude. Ne? Ich bin da raus. Also ich bin wirklich raus. Ich bin einfach nur noch froh, dass ich mein Feed ausgedünnt habe ohne Ende, dass ich den Fernseher nicht mehr einschalten muss, dass ich ein paar gute Bücher habe, Hörbücher habe, dass ich meine Meditations-App habe. Also für mich, ich. Ich bin froh, dass ich mich damit jetzt erstmal nicht mehr auseinandersetzen muss. Aber wahrscheinlich kommt der Schlag mit dem Hammer frühestens dann, wenn sich das anfängt, dann in irgendeiner Form bei den Kindern in irgendeiner Weise wiederzuspiegeln. Ja, da sind wir dann das Stichwort Impfen und dergleichen. Das wird früher oder später auch ein Thema sein. Und ich glaube, da wird es dann, da werde ich eine neue. Da werde ich eine neue Möglichkeit haben, an der Situation zu wachsen, also beziehungsweise auch Kreativität irgendwie an den Tag zu legen, um diese Situation in irgendeiner Form dann zu managen. Ja, und mit meiner Frau wahrscheinlich auch potenziell an dieser Situation wachsen. Kommen wir zum Märkten zurück. Also, DAX Equities haben wir. Werfen wir ganz kurz einen Blick auf die türkische Lira, Dollar, türkische Lira an dieser Stelle und diese absurden Verhältnisse hier, die sich gezeigt haben. Wir hatten kurzzeitig ja Abschläge gesehen,
infolge der jüngsten Verwerfung in der Türkei. Vertikalen Kursanstieg bis 18. Also ich habe das nur so mit einem halben Auge mitverfolgt. Dem kannst du dich auch nicht entziehen. Denn das ist halt Volatilität, die dann auch viel Interesse seitens dann auch des sogenannten FinTwits-Bereich natürlich auf sich zieht. Und habe dann in dem Zusammenhang also gesehen, 18, und bin gestern dann in den Abend hinein nochmal kurz über meine Quotes gegangen und hatte in dem Zusammenhang eben auch türkische Lira, die aufploppte, und sah dann plötzlich, dass wir um 13 notierten. Und dann dachte ich mir, haben die jetzt eine Währungsreform gemacht oder ist das noch dieselbe türkische Lira? Weil das sind ja schon dramatische Abschläge. Wir müssen mal vor Augen führen, wenn wir von 18 hier dann in der Spitze bis auf, da waren es sogar 12,50 hier, das war gegen 20 Uhr gestern, ja, ungefähr, kommt hin. Also das sind Abschläge von 33%. Nur, dass wir uns mal vorstellen, von was wir hier für Bewegung reden. Also der eine oder andere ist lange genug dabei, sie erinnert sich noch daran, was mit dem Schweizer Franken 2015 passierte. Euro-Schweizer Franken, als die SNB damals die Wechselkursgrenze, die Untergrenze von 1,20 aufgelöst hat. Da haben wir innerhalb kürzester Zeit ebenfalls Abschläge in der Größenordnung von 30% gesehen. Es lässt sich natürlich Euro-Schweizer Franken nicht wirklich liquiditätstechnisch mit Dollar-türkische Lira vergleichen. Aber nichtsdestotrotz sind solche Bewegungen im Devisenmarkt, ausgehend von der Größe und auch von der Tiefe, von der Breite des Marktes, einfach riesig. Und da muss irgendwas passiert sein an der Stelle, was so nicht vorhersehbar sein können. Das ist übrigens ein ganz wichtiger Aspekt, bevor wir das jetzt zum Thema machen, warum wir auch hier keine trading-technischen Aspekte irgendwie abdecken. Ich erinnere mich dran, ich glaube, das war bei Discord sogar, da kam jemand mit der Frage auf, Dollar-türkische Lira in diesem Zusammenhang und trading-technisch, wie man das eben handeln könnte, beispielsweise. Und ich habe da nichts zu geschrieben, also nichts aus trading-technischer Perspektive, sondern habe erklärt, warum ich das nicht handeln wollen würde. Denn das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung. Wir reden immer viel von Chance-Risiko-Verhältnissen. Wir sprechen immer davon, Risiken zu managen. Und das fängt wesentlich früher an, als eigentlich bei dem Setzen des Stops innerhalb eines Trades, wo ich mir dann sage, ich möchte hier auf den Trade maximal zum Beispiel X% meines Kapitals riskieren. Hier ist mein Stop-Level, da möchte ich raus, da soll die Position aufgelöst werden und dergleichen. Sondern es fängt vor allem an der Stelle an, wo du dir die Frage stellen musst, ist die Liquidität, die mir in diesem Asset hier zur Verfügung steht, überhaupt ausreichend, damit das von mir hier kalkulierte Risiko, was ich ja charttechnisch dann ab lese oder den Stop setze aus den und den Gründen, ist es überhaupt möglich, dass ich zu diesem Preis aus dem Markt komme? Und das sorgt zum Beispiel dafür, da wende das immer ganz besonders eben dann auf Equities an und in dem Zusammenhang spreche ich ja auch ab und an von sogenannten Low-Float-Stocks zum Beispiel. Dann ist dann so die Frage, ich will das mal ganz kurz hier zeigen, ja, wir haben zum Beispiel bei jetzt hier Nike. Wir gucken gleich noch auf Einzeltitel. Also Nike haben wir zum Beispiel einen Shares Float von 1,26 Milliarden Aktien, die umgehen. Oder anders formuliert, das ist ein unglaublich tiefer, unglaublich breiter Markt und es sind genügend Stücke verfügbar, um eben entsprechend hier sich in Position zu begeben und diese auch entsprechend aufzulösen. Wenn wir jetzt das Ganze uns allerdings beispielsweise mal anschauen, ist ein AMC, ist das ein gutes Beispiel. Ich gucke mal ganz kurz die GME, wie da der Float ist. Mir fällt gerade nämlich, naja, geht schon deutlich in die Richtung. Es gibt noch extremere Kandidaten. Mir fällt jetzt nicht ein klassischer Low-Float-Stock ein. Ich mal gucken. Vielleicht doch. Einen Moment. Nee. Okay. Nee, das war jetzt nur, das war nur eine Überlegung, weil es mal über den Ticker lief, jüngst bei mir. Also, Shares-Float jetzt im Falle von der GME zum Beispiel, da sind nur noch 63 Millionen Stücke. Wenn man sich jetzt parallel dazu anschaut, jetzt mittlerweile ist das Average Volume ja hier auf 2,4 Millionen geschrumpft, gesunken. Aber erinnern wir uns mal daran, hier beispielsweise, obwohl, ganz kurz, wir gehen mal auf den Weekly zurück. Wenn wir uns einfach mal diese AMC Squeeze hier anschauen von Januar, da haben wir ein Volumen gehabt an der Stelle, ich gucke mal ganz kurz, 29. Januar, da wurden 560 Millionen Stücke, das kann man da oben sehen, da steht das. Da wurden 560 Millionen Stücke gehandelt. An einem Tag, am 29. Januar, 560 Millionen Stücke. Es gehen aber nur 63 Millionen Stücke um. Also das heißt, etwas konkreter formuliert, an dieser Stelle sind einfach fast zehnmal so viele Aktien oder eine Aktie ist zehnmal hat über den Handelstag die Hand gewechselt. Infolgedessen kommen solche Extrembewegungen zustande, weil du kannst dann an der einen oder anderen Stelle nicht nur ausgehen von der Volatilität, sondern auch, weil eben keine
Aktien in Anführungsstrichen handelbar sind oder du aus einer Short-Position zum Beispiel nicht rauskommst, weil du an dieser Stelle einfach nicht genügend Stücke hast, die du kaufen könntest, um dich aus dieser Short-Position zu verabschieden. Das gilt natürlich besonders dann im institutionellen Bereich, aber das kann auch relativ zügig, kann sich das eben auf unsere Gefilde in kleinere Bereiche, eben besonders dann im gehebelten Bereich, wo wir ja im FX-Bereich dann beispielsweise sind, kann sich das beginnen entsprechend wiederzuspiegeln. Das bedeutet also etwas anders formuliert, dieses Risiko zu kalkulieren hängt ganz wesentlich ab von der verfügbaren Liquidität, vom Zugang zum Markt. Ausgehend von der Volatilität, das hatte GME zu Beginn des Jahres gezeigt, aber das zeigen ja auch beispielsweise Entwicklungen in Devisenpaaren zum Beispiel. Wie lange war es nicht wirklich möglich, in entsprechend größerem Umfang dann im Anschluss an den SNB-Crash 2015 zum Beispiel den Schweizer Franken zu traden? Und zwar auf breiter Front, sei es gegen den Euro, US-Dollar, die massiven Ausweitungen im Spread, bis sich der Markt wieder begonnen hatte zu beruhigen. Das hat einige Wochen tatsächlich sogar gedauert. Und das ist eine ganz wesentliche Berücksichtigung oder Frage, die man sich stellen sollte. Das ist faszinierend zu beobachten. Das steht vollkommen außer Frage. Aber das Problem bei so etwas ist, besonders wenn du jetzt zum Beispiel prozyklisch mit dem Momentum long gewesen bist, dann stellt sich schon die Frage, an der Stelle kommst du denn auch zu einem guten Preis eben entsprechend aus dem Trade wieder raus. Also dafür brauchst du eine gute Anbindung über den Broker, der die Liquidität zur Verfügung stellt, beziehungsweise der Broker, der an entsprechende Liquiditätsprovider angebunden ist, damit er, jetzt stelle man sich an der Stelle mal vor, dass man gar nicht mehr aus den Trades rauskommt, weil die zum Beispiel den Handel einstellen. Die Plattform friert nicht ein, aber der Handel wird einfach eingestellt. Das hat nichts mit dem Broker zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass der LP, der im Hintergrund die Liquidität zur Verfügung stellt, einfach sagt, sorry Leute, wir können das Risiko nicht mehr kalkulieren, also sind wir raus. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist ausgehend von dieser Schwierigkeit, sein Risiko adäquat zu managen, beziehungsweise erstmal zu kalkulieren, nicht ratsam, solche hochvolatilen Währungspaare eben zu traden. Deswegen ich zum Beispiel, auch wenn ich diese Entwicklung eben so ein bisschen mitverfolge und beobachte, aber warum ich da nicht auf die Idee komme, irgendwie mich zu positionieren. Ich bin da in Anführungsstrichen ein bisschen konservativer unterwegs, in Anführungsstrichen. Also nicht, dass ich nicht aggressiv traden würde, aber die Aggressivität, die bezieht sich auf das, was ich managen kann meinerseits in Bezug auf meine Positionsgröße und sofern es mir überhaupt möglich ist, diese entsprechend in einem Asset oder einer Aktie oder Währungspaar oder sonst dergleichen unterzubringen. Und das ist in dem Fall einfach nicht gegeben. Ja? Und das, was gestern hier stattgefunden hat, das ist so ein Paradebeispiel dafür, wo dann plötzlich volatilitätstechnisch massivste Schwankungen auftreten. Parallel dazu sehen wir das auch in der Borsa Istanbul zum Beispiel. Da gibt es jetzt in der jüngeren Vergangenheit diverse sogenannte Trading Halls. Also das heißt, wenn die Volatilität ein bestimmtes Maß überschreitet, wird der Handel ausgesetzt, ausgehend wovon dann sich die Marktteilnehmer wieder entsprechend positionieren können. Sich das, die Geldseiten, die Briefseiten eben füllen und infolgedessen dann ein ordnungsgemäßer Handel eben stattfinden kann. Auch das sollte man berücksichtigen, besonders wenn man im Equity-Bereich einfach unterwegs ist. So, das zur Einleitung, Stichwort Risiko, warum wir das nur aus der Beobachtungsperspektive oder aus der Research-Perspektive uns anschauen, vielleicht auch Rückschlüsse zu ziehen, was da vielleicht politisch anstehen könnte. Stichwort Flüchtlingsproblematik, da spielt die Türkei eine ganz wesentliche Rolle, im Hinblick eben auch auf die Positionierung, im Hinblick beispielsweise auf die EU. Dann stellt man sich jetzt so ein bisschen die Frage, könnte da vielleicht dann eventuell ein Druckmittel seitens Herrn Erdogan dann dem türkischen Premier ausgenutzt werden, dass er sagt, passt auf, stabilisiert unseren Markt, gibt uns Liquidität, haltet entsprechende Bonitätslevel, damit wir hier keine massiven Kapitalabflüsse sehen oder andernfalls schicken wir euch einfach mal ein paar Flüchtlinge rüber und dann müsst ihr gucken, wie ihr damit klarkommt. Das ist jetzt natürlich sehr plump formuliert und das hört sich fast so an, als wenn man da mit Menschen handelt, aber wenn man sich die Boshaftigkeit unserer Politik anschaut, besonders auch der europäischen Politiker, ich glaube, dann sollte man das nicht unterschätzen, dass so etwas durchaus eine Rolle spielt und ausgehend hiervon, dass es auch wichtig dann wiederum ist, auch wenn man es nicht tradet, sich aber dann an der Stelle eben hier mit auseinanderzusetzen mit den aktuellen Gegebenheiten dort. Also, schauen wir ganz kurz hier einmal auf den Artikel. Das ist Handelsblatt gewesen. Der fängt das eigentlich relativ gut an. Besonders auch, weil da so eine Begrifflichkeit gewählt wird, die erstmal ein bisschen Erklärung bedarf. Relativ einfach eigentlich dann zu erklären, aber nichtsdestotrotz. Und zwar steht in der Headline schon. Erdogan will die Dollarisierung stoppen, die Lira erholt sich. Also der türkische Präsident hat sich gestern vor das Volk gestellt im übertragenen Sinne. Und
Erdogan hat hier in diesem Zusammenhang sich für Einlagegarantien eingesetzt und Hilfen für Rentner und Exporteure. Besonders natürlich Rentner sind durch den massiven Wertverfall der türkischen Lira und durch die galoppierende Inflation, die wir hier zu sehen bekommen. Also das ist hier ein Bild auf die Fremdwährungsreserven, die jetzt nicht so dramatisch sich darstellen. Muss man auch wahrscheinlich fragen. Die Zahlen werden hier für Trading Economics von der Central Bank of the Republic of Turkey, also von der türkischen Zentralbank, zur Verfügung gestellt. Ob die so stimmen? Ich will nichts unterstellen, aber in dem Zusammenhang, wie gesagt, man kann hier erkennen, dass die leicht beginnen auszutoppen. Fremdwährungsreserven bedeutet an der Stelle, wie viele US-Dollar hält die türkische Notenbank, die sie zum Beispiel auf den Markt geben könnte, um den Abverkauf der türkischen Lira eben einzufangen oder zu deckeln in gewisser Form. Ich muss ehrlich gestehen, also so wie es hier in diesem Chart den Eindruck vermittelt über die Volatilität der jüngeren Monate, macht es den Eindruck, als wenn die türkische Notenbank hier in keinster Form irgendwie aktiv geworden ist, weil normalerweise würdest du an dem Zusammenhang eigentlich erwarten, dass die dramatisch die Fremdwährungsreserven beginnen zu reduzieren, um einfach den Abverkauf der türkischen Lira einzufangen. Also hier zum Beispiel hat man das sehr deutlich erkennen können, das war 2014, als es da erste Volatilität gab damals. Da kommen wir nämlich dann auch zu den globalen Zusammenhängen in dem Zusammenhang. Die Türkei ist stark abhängig vom US-Dollar und profitiert im Hinblick auf den wirtschaftlichen Aufschwung massiv von sogenannten billigen US-Dollar. Die hatte Daniel Eckert, das ist ein Weltredakteur, in seinem Buch Weltkrieg der Währung, ich glaube, das ist 2010 oder 2011 ist das, glaube ich, entschieden. Das ist ein grünes oder ein gelbes Buch. Also eine sehr, sehr ins Auge stechende Farbe. Und der hatte da von dämonischen US-Dollar gesprochen. Und so wie er es erklärt, kann man sich das, also ich finde das sehr, sehr schön bildlich gesprochen, weil es genauso ist, desto billiger die US-Dollar sind, die um den Globus sich eben immer schneller bewegen, desto stärker werden sie nachgefragt von Ländern, die dann auch auf diesen billigen US-Dollar eben entsprechend ihre Wirtschaft aufbauen. Und der Aufschwung von Erdogan beispielsweise in der Türkei, sein politischer Erfolg fußte auf dem wirtschaftlichen Aufschwung, den die Türkei über viele Jahre gesehen hat, finanziert durch billige US-Dollar an der Stelle. Problematisch wird es dann allerdings immer an den Stellen, und das haben wir in der Vergangenheit immer wieder gesehen. Also das ist jetzt bezogen auf die Türkei, aber das Gleiche könnten wir auch mit der sogenannten Tequila-Krise 1995 zum Beispiel, Stichwort Mexiko damals sehen. In dem Moment, wo dann eben diese US-Dollar teurer gemacht werden oder beziehungsweise sich nicht die Umlaufgeschwindigkeit, sondern die Menge der US-Dollar, die umgeht, infolge anziehender Zinsen in den USA durch einen restriktiveren geldpolitischen Kurs, wenn dann in diesem Zusammenhang es eben entsprechend zu einer Verknappung dieser US-Dollar kommt, kommt es teilweise zu mal dramatischen Kapitalabflüssen aus diesen Wachstumsmärkten, ähnlich wie Growth Stocks, also das gleiche Prinzip, was dahinter steckt. Solange der Wachstumsausblick gegeben ist und du für dein Risiko, was du an der Stelle durch ein Investment in diesen jeweiligen Währungsraum siehst, gut bezahlt wirst, fließt dort Kapital in diesen Markt. In dem Moment aber, wo eben dieser Wachstumsausblick sich eintrübt bzw. sich potenziell umkehrt, kommt es zu massiven Kapitalabflüssen, die dann zum Kollaps der dortigen Wirtschaft eben tatsächlich führen. Und eine Notenbank an der Stelle hat zum Beispiel dann die Möglichkeit zu sagen, okay, wir haben über die Jahre hinweg, haben wir Fremdwährungsreserven, dann in dem Fall einen US-Dollar aufgebaut. Und eine erste Gegenmaßnahme, die wir dann ergreifen, ist, dass wir die Währung hier, die aktuell eine Aufwertung gegenüber unserer Währung sieht, also in dem Fall der US-Dollar gegenüber der türkischen Lira, dass wir diese in großem Stil verkaufen, also das heißt auf den Markt schütten, im übertragenen Sinne ein Angebot schaffen und damit den Abschwung in unserer Währung eben entsprechend dämpfen, beziehungsweise zeitgleich die Zinsen zum Beispiel unserer Währung und anheben, dadurch Investments in unsere Währung, in unserem Währungsraum attraktiver gestalten. Und das Problem da, Problem, ja, es ist ein Problem, beziehungsweise das ist ein kurzzeitiger Effekt. Und so sind dann solche Knicks zum Beispiel hier, sind die zu erkennen. Also man hat dann kontinuierlich aufgebaut, immer weitere Fremdwährungsreserven eben hochgefahren. Ja, also an der Stelle zum Beispiel hier gab es ja massive Abverkäufe gegeben, weil dann eben entsprechend es zu Kapitalabflüssen durch Corona kam. Und man hat dann im Zusammenhang mit diesem billigen Notenbank Geld jetzt wieder massiv, also dann in dem Fall US-Dollar, hat man diese wieder massiv hochgefahren, diese Fremdwährungsreserven, und sieht dann, sollte jetzt eigentlich erwarten, infolge dieses massiven Abgabedrucks, den die türkische Lira sieht, dass eben entsprechend diese Fremdwährungsreserven wieder runtergefahren werden, um dieser aktuellen Entwicklung dort eben Einhalt zu gebieten. Das komplette Gegenteil ist der Fall. Statt Zinsanhebung kriegt man dort Zinssenkungen zu sehen. Das heißt also, und das ist auch etwas, worauf gestern Erdogan verwies, man macht das Geld sogar noch billiger. Und er argumentiert, ich weiß nicht, wie er da zu dem Schluss kommt, aber er argumentiert, dass die Inflation sich trotzdem hier da, dass die Zinssenkung der Zentralbank die Inflation innerhalb von Monaten drücken dürfte. Wie er zu dem Schluss kommt,
Also eventuell ist das keine volkswirtschaftliche Erklärung, sondern die gerade von mir zwischen den Zeilen skizzierte Verflechtung mit der Europäischen Union an der Stelle, die beginnt eine Rolle zu spielen. Vielleicht in irgendeiner Form irgendwelche Verflechtung auch mit der USA, zum Beispiel mit den USA dann an der Stelle. Wie auch immer geartet, es mutet erstmal ein bisschen seltsam an, aber lange Rede, kurzer Sinn. Kurz diese Formulierung, Dollarisierung will er aufheben. Also er will diese Kopplung an den US-Dollar, will er an dieser Stelle eben deutlich zurückfahren. Davon spricht man, also wenn man über diese Begrifflichkeit jetzt stolpert, von Dollarisierung spricht man, wenn die nationale Währung teilweise oder ganz in ihrer Funktion ersetzt wird. Also Dollarisierung bedeutet an der Stelle, dass der US-Dollar als im Grunde genommen eigentliche Währung fungiert, dass die Währung des zugrunde liegenden Währungsraums eigentlich an diese Entwicklung in der jeweiligen, im US-Dollar dann an der Stelle gekoppelt ist. Und wenn man das jetzt eben plant zurückzufahren, will man eben seine Wirtschaft auf ein solideres und unabhängigeres Fundament stellen, also die türkische Lira, neue türkische Lira oder dergleichen. Vielleicht schwingt da in gewisser Form auch ein Währungsreset schon dann in der Form mit. Man will dann allerdings beim Neuaufbau dieser Währung eben hier die Abhängigkeit vom US-Dollar deutlich zurückfahren. Und das hat kurzzeitig eben jetzt hier dazu geführt, dass eben der US-Dollar an der Stelle eben zur türkischen Lira massive Abschläge gesehen hat. Wie gesagt, dramatische Volatilität. Das Ganze aus tradingtechnischer Sicht kaum handelbar durch die massive Volatilität. Was es aber mit Sicherheit ist, ist es an der Stelle, das Ganze im gesamtglobalen Kontext zu betrachten, durchaus interessant, besonders eben auch durch die politischen Komponenten, die da beginnen, eine Rolle zu spielen. Und dass man sich nicht hier an der Stelle, dass es Möglichkeiten gibt, dass auch aus dieser Warte noch ein weiterer Aspekt beginnt, eine Rolle zu spielen im Hinblick eben auf die gesellschaftlichen Spannungen, die sich hierzulande natürlich aufbauen, also beziehungsweise im europäischen Kontext gemein. Wenn man jetzt beispielsweise sagt, man diesen Forderungen von Erdogan, die dann auch immer, wie auch immer geartet, hinter den Kulissen formuliert werden, fügt man sich nicht, dass es dann eben eventuell eine nächste potenzielle Flüchtlingswelle gibt, die dann natürlich massive Spannungen wieder aus gesellschaftlicher Perspektive, wie in uns an 2015 jetzt ganz besonders und dergleichen, eben nach sich zieht und die dann eventuell nochmal zusätzlich zu potenziellen gesellschaftlichen Spannungen beitragen. Also auch aus der Perspektive ist das durchaus wichtig im Hinterkopf zu behalten. So. Vom globalen Makroökonomischen wieder in den Mikrokosmos, in den Mikronkosmos. Also ein Blick auf Micron. Gestern sehr starke Zahlen. Ich habe das einmal hier vorbereitet. Micron Q1 Earnings, also fürs nächste Quartal, beziehungsweise jetzt fürs letzte Quartal in Anbetracht des voranschreitenden Quartals. Okay, also wie auch immer. Adjusted EPS, Gewinn pro Aktie 2,16 Dollar gegen 2,12 Dollar erwartet. Cashflow from Operations, OPS ist Operations, 3,94 Milliarden gegen 4,07 Milliarden. Was allerdings an der Stelle, also das sieht erstmal durchwachsen aus. Ich hatte eigentlich gestern geschrieben, dass es starke Earnings sind. Die starken Earnings resultierten besonders aus der Guidance. Und man hat in diesem Zusammenhang offensichtlich keine Schwierigkeiten gesehen für das Gesamtgeschäft an der Stelle, ausgehend von den Lieferengpässen im sogenannten Semiconductor-Bereich, also Halbleiter und dergleichen. Und das hat dazu geführt, dass die Aktie, ich will mal ganz kurz hier runterfahren, so nachbörslich einen scharfen Push auf der Oberseite gesehen hat, hier. Und also wir sehen, wir handeln jetzt schon bereits oberhalb von 87. Ganz interessantes Level übrigens. Ich werde auch gleich eine Trading-Idee formulieren. Also die 87 könnte da eine ganz wesentliche Rolle spielen an der Stelle. Und wir sehen in dem Zusammenhang, wir handeln offensichtlich hier im Bereich dieser Konsolidierungshochs, die sich hier herausgebildet hat. Also wir sehen ja, nachdem wir hier seit nahezu April eigentlich relativ starken Abgabedruck gesehen haben und alles andere als eine derart bullische Performance wie in AMD. AMD hat im Grunde genommen sich antizyklisch sehr stark positioniert, hat obwohl hier schon eigentlich ab. Oh, relativ weit zurückgehen. Ne? Also wir haben eine relativ starke Performance eigentlich schon gesehen, gegen 80 ungefähr. Und dann gab es einen sehr stark bullischen Drive, der uns nahezu hat verdoppeln lassen, ausgehend von den Mai-Tiefs ungefähr. Das ist ja dasselbe Metier. Also Advanced Micro Devices ist ebenfalls im Semiconductor-Bereich unterwegs, also Halbleiter. Und diese Bullishness, die wir in AMD gesehen haben, die hat sich überhaupt gar nicht widergespiegelt in Micron, sondern hier drifteten wir eher tendenziell weiter abwärts, scheinen aber jetzt einen Boden zu finden, ein entsprechendes Aufdrehen gegen diese Region um 65 hier, die 200-Tage-Linie zurückerobern können und konnten jetzt hier oberhalb von 80 seit geraumer Zeit stabilisierend präsentieren. Und das kann man hier oben noch mal ein bisschen besser vielleicht sehen. Das ist hier der Stundenchart oben rechts. Und
Nun ist es so, dass wir eben durch diese Earnings jetzt in diesem Bereich hier eröffnen. Also das heißt knapp unterhalb dieser Konsolidierungshochs. Und demnach ist das natürlich ein ganz, ganz interessanter Bereich, denn sollten wir es jetzt schaffen, hier, also man kann es erkennen, das ist ja ungefähr die Region um 87, ein Stück weit höher, kommen wir hier vielleicht auf die 89, aber sollten wir es schaffen, aus dieser Range auf der Oberseite auszubrechen und uns oberhalb zu stabilisieren, dann ist das ein potenziell bullisches Signal, welches weitere Aufschläge denkbar macht, die uns dann sogar bis in die Mid-90s jeweils übergeordnet vielleicht sich weiter günstig präsentieren im Marktumfeld. Also besonders wenn dann der Tech-Bereich beginnt, eher wieder ein bullisches Momentum aufzunehmen, vielleicht sogar in den kommenden Monaten uns in Richtung der 100er Region aufmachen. Also ein durchaus interessanter Kandidat an der Stelle. Und jetzt, um das Ganze trading-technisch umzusetzen, was ich gerne sehen wollen würde, ich gehe dazu jetzt mal hier ganz kurz in meinen Chart, was ich gerne sehen wollen würde zur Eröffnung auf diese starken Earnings und auf diese offensichtlich starke Reaktion. Also wir sehen es auch hier beispielsweise ganz kurz mal. Das ist der Pre-Market-Screener bei MarketWatch. Da stelle ich mal ganz kurz den Link ein. Ist aktuell hier bei den sogenannten Leaders die aktivst gehandelte Aktie. Also das heißt, wir sehen hier 35.000 Stücke, die aktuell bereits umgegangen sind mit einem Gap von über 6% an der Stelle, was derzeit also den nachbörslichen Aufschlägen entspricht und verteidigt werden kann. Zweiter Kandidat ist Nike nach den gestrigen Earnings mit 11.000 gehandelten Stücken, auch ein potenzieller Kandidat für einen Trade heute. Und also die Aktie dürfte potenziell heiß sein. Und sollten wir jetzt, ich mache mal ganz kurz Folgendes, ich stelle das übrigens mal immer hier ein, Market Screener. Das ist einmal von MarketWatch. Sollten wir also jetzt zur Eröffnung vielleicht einen kurzen Flush sehen in Richtung der 87, spätestens um 86, das ist ein Bereich hier, der in der jüngeren Vergangenheit häufiger als Level um das man herumgehandelt hat, fungiert hat. Also ich arbeite in dem Zusammenhang hier gerne mit runden Leveln, einfach weil die für Aktien ganz besonders signifikant eben tatsächlich sind. Deswegen 86, ich könnte auch 86, 20, 86, 30 nehmen, aber die 86 ist es an der Stelle aus rein psychologischer Sicht, aus ankertechnischer Perspektive, so möchte ich das vielleicht mal formulieren. Also sollten wir zur Eröffnung zunächst einen Flash zu sehen bekommen, sofern wir überhaupt einen zu sehen bekommen, aber CRV-technisch wäre das unglaublich interessant und wir sollten unter die 87 droppen, sollten uns aber gegen diesen Bereich stabilisieren, dann glaube ich, ist das CRV-technisch ein unglaublich attraktiver Bereich, gegen den man sich long positionieren kann, auch mit relativ kleinem Risiko. Also du kommst in den Trade, haben eine ATR für die letzten 22 Handelstage, eine durchschnittliche Schwankungsbreite von ungefähr $2,70. Also das heißt, du kommst hier maximal eigentlich mit einem Risiko wahrscheinlich in einen Trade von 50 Cent rein und hast dann an der Stelle auf der Oberseite die vorbörslichen Hochs als Ziel, beziehungsweise die 88er-Region, wäre es dann an der Stelle vielleicht sogar darüber hinausgehend die 90er-Region. Das bliebe abzuwarten, ob solch ein Break dann wirklich dann auch getragen wird und dann sich eine weitere bullische Intraday-Struktur sich herauskristallisiert. Aber nochmal, also ein Flush hier unter die 87 in Richtung der 86er-Gefilde fände ich longtechnisch sehr attraktiv. Sollte das Tape es natürlich bestätigen. Das ist nämlich die Grundvoraussetzung. Wir haben auch schon bei Micron in der jüngeren Vergangenheit mal ab und an Plays zum Thema gemacht. Da wissen wir, da kam dann dieser Flush tatsächlich zustande, aber dann anschließend weiterer Abgabedruck, beispielsweise weil sich das übergeordnete Bild eben entsprechend durchwachsen präsentiert hat. Deswegen ist es an der Stelle so, dass ich hier abwarten wollen würde und erstmal klare Signale sehen wollen würde, dass wir die 86 auch halten. Aber nichtsdestotrotz, die 86 ganz interessant. Sollten wir die 87 gar nicht erst verlieren, in Anführungsstrichen zum Opening, sondern sollte die gleich gehalten werden, wir einen Opening Drive sehen, der uns sogar über 88 führt, wir halten und wir halten uns auch überhalb des volumengewichteten Durchschnittspreises, dann wäre das sogar nochmal ein stärkeres Signal. Im Gesamtkontext wäre das, entspräche das einem Halten oberhalb hier dieser Konsolidierungszone, stark bullisch. Und wenn vor allem das Volumen dann reinkommt, ist das vielleicht sogar dann ein Kandidat für so eine kleine Jahresendrallye, die sogar im Einzeltitelbereich sich abzeichnen könnte, mit dann Ziel in den kommenden Tagen, Wochen, je nachdem, Mid-90s, also das heißt so 95, vielleicht sogar höher, die wir erwarten können. Also das ist ein durchaus interessanter Kandidat an der Stelle. Zweiter Kandidat, den hatten wir gerade ja auch schon. Das wäre Nike. Nike ziemlich niedergemäht. Auch gestern nochmal hier stärkeren Abgabedruck, Gap Down gesehen. Konnte die 160 nicht halten, hat sich unterhalb stabilisiert, abverkauft worden, bis in Gefilde bis fast 155. Die konnte dann gehalten werden. Die 155er Region ist knapp oberhalb der 200-Tage-Linie. Ganz interessant finde ich in der Konstellation, dass das übergeordnet Aufwärtstrendlinie ist. Den kann er weg hier. Mach das mal groß. So.
Also sollte man, diese aktuelle Region, die sollte man übergeordnet nicht unterschätzen. Also ich finde die, wenn man die Auflagepunkte hier am Corona-Übertreibungstiefs und dann hier, bevor es diesen Busting Earnings Release gab, da im Juni, da gab es eine massive Guidance auf der Oberseite. Wenn man diese signifikanten Tiefs miteinander verbindet, dann sehen wir, dass wir in diesem Bereich jetzt vorgestoßen sind und auf die Earnings gestern. Ich zeige das mal eben hier. Auf die Earnings gestern, die auch oberhalb der Erwartung veröffentlicht worden sind, haben wir eine bullische Reaktion zu sehen bekommen. Hier können wir es sehen. Also bullische Reaktion. Und der Mittel, oder das Schlüssellevel scheint jetzt hier so die 162er Region zu sein. Wir rollen so ein bisschen über, können aktuell aber immer noch 3% dieses Gaps potenziell halten. 162 ist dann ungefähr entsprechend einem Gap von 3%. Sollte das gelingen, die 162 zu halten, vielleicht sehen wir einen Flush, aber wir halten die 161 an der Stelle, dann wäre das potenzieller Kandidat ebenfalls von der Long-Seite. Stichwort abstoßen hier gegen diese übergeordnete Trendlinie wieder auf der Oberseite. Und dann könnte auch hier in den kommenden Tagen vielleicht sogar Lauf bis in Richtung der 166er-Gefilde sich abzeichnen. Also das heißt, da könnte dann durchaus bullische Action stattfinden, auch wenn Micron meiner Einschätzung nach erstmal der bessere Kandidat ist. Aber nichtsdestotrotz, Nike könnte da an der Stelle ebenfalls vielversprechend sein. Sollten wir uns oder sollte man zu dem Schluss kommen, eben, dass wir nach unten vielleicht für dieses Jahr jedenfalls fertig sind. Also dass da eben dann dieser kleine, nennen wir sie mal Santa Claus Drift sich irgendwie herauskristallisiert. Und wenn man dann eben einen Kandidaten für eine Outperformance sucht, dann findet man den potenziell meiner Einschätzung nach eben im Micron oder beispielsweise eben in Micron oder in Nike. Genau, Nike war der Name. So, also wir sehen Gap über diese Abwärtstrendlinie an dieser Stelle. Ja, dieser Bereich, ehemalige Tiefs hier, das sind die November-Tiefs, Pi mal Daumen, ziemlich genau, ja, und die Tiefs, die in der ersten Dezemberwoche ausgebildet worden sind, das ist so die 167er-Region. Könnte CRV-technisch ebenfalls ein ganz attraktiver Kandidat eben für einen Longplay werden. So, das also zu Nike, zu Micron. Wir wollen ganz kurz einen Blick werfen auf Tesla. Wo haben wir sie? Da. Gestern aufgesetzt auf dieser Aufwärtstrendlinie. Und ich glaube, CRV-technisch ein unglaublich attraktiver Kandidat jetzt. Sollten wir erwarten, dass sich eben dieser Gewinn pro Aktie, dieser Wachstumsausblick wirklich beginnt zu manifestieren? Da gibt es einige Indizien, die dafür sprechen. Tesla an der Stelle jetzt hier mit einem dahingehend sehr attraktiven CRV, weil du auch ein klares Level hast, gegen das du riskieren kannst eigentlich. Also einen tiefen Drop unter die 900 erwartest du an der Stelle eigentlich nicht. Sondern du erwartest gegen diesen Bereich ein Aufdrehen. Sollten wir droppen unterhalb von 900 und stabilisieren, diese Trendlinie nicht halten können, dann ist das eigentlich ein klar bärisches Signal. Auf der Kehrseite, wenn du jetzt einen mittelfristigen Trade, also wir reden jetzt nicht von der Intraday-Ebene, sondern wir wollen uns wirklich längerfristig in Tesla positionieren. Ich glaube, trading-technisch ist das besonders für etwas kleinere Konten und auch ausgehend vom Umstand, dass das eine sehr schwere Aktie ist, eigentlich nicht so ein attraktiver Kandidat. Da wäre ich im Electric-Vehicle-Bereich wahrscheinlich eher bei einer Rivian oder bei einer NIO beispielsweise. In dem Fall ist es wirklich ein mittelfristig ausgelegter Trade. Sollten wir diese 900er Region jetzt halten können, nicht droppen, gegen diesen Bereich wieder aufdrehen, dann sehe ich realistisch für die kommenden 6 bis 12 Monate und sollte sich auch das übergeordnete Bild weiter stabil präsentieren, das ist natürlich die Grundvoraussetzung, sollte sich dieser Wachstumsausblick weiter manifestieren, sehe ich eine realistische Möglichkeit, dass wir nochmal in Richtung uns der Allzeithochs früher, später aufmachen. Das wird einige, sicherlich Wochen, Monate vielleicht dauern, aber wir sehen dann auch schon an der Stelle. Also, wenn wir gegen die 900 Long in den Markt reinkommen, haben wir ein Risiko von vielleicht 50, 60, $70 die Aktie. Gehen auf der Oberseite, allerdings nur mit einem Test der Entschuldigung, Jahres- und Allzeithochs, also an der Stelle. An der Stelle von einem Drive, aber von 300, $350 aus, dann sehen wir an der Stelle ja schon, mit CRV von 5 zu 1 potenziell sogar größer. Und ja, also durchaus ein interessanter Kandidat gegen diese Region jetzt hier. Nachdem jetzt einige Zeit gedauert hat, wir hatten erstmalig solch ein Bounce-Play zum Thema gemacht. Das war hier, kurz bevor wir auf neue Allzeithochs ausgebrochen sind. Da hatte ich das hier auf die Earnings gesagt. Dann kam der Herz-Deal, dann kam ein riesengroßer Drive auf der Oberseite und auch eine entsprechende Thematisierung in sozialen Medien und dergleichen, die dann hier einen regelrecht vertikalen Kursanstieg nach sich gezogen haben. Vielleicht auch ein bisschen FOMO.
erinnern wir uns dran, einige Portfolio-Manager, die weiterhin Tesla Underweight sind, obwohl das einer der stärksten Wachstumstitel an der Wall Street ist, die du eigentlich im Portfolio, besonders in einem Growth-ausgerichteten Wachstumsportfolio eben haben, man muss ja fast schon sagen, haben musst eigentlich. Und wenn du da Underweight bist, musst du natürlich CRV-technisch dir schon so ein bisschen die Frage stellen, wo finde ich jetzt noch interessante Einstiege in diesen Gefilden? Demnach hat dann hier vielleicht auf natürliche Art und Weise die Nachfrage nachgelassen, auch wenn wir hier so ein erstes Chasen vielleicht gesehen haben von einigen in Anführungsstrichen schwachen Händen. Dann kam diese Meldung von Musk Steuer und infolgedessen, wie viele Aktien er verkaufen muss und dergleichen. Dieser Selling Pressure, der nimmt jetzt auch kontinuierlich ab. Also das sind diverse Faktoren, die jetzt diese Korrektur mitgetragen haben vielleicht hier. Unattraktiveres CRV für länger oder mittelfristig, längerfristig orientierte Wachstumsportfolio-Manager, Abgabedruck durch die abgestoßenen Positionen von Tesla-CEO Musk, um seine Steuerlast zu begleichen und so weiter, oder Steuerschulden zu begleichen. So, und jetzt sehen wir an der Stelle eben diesen Retest hier, dieser Ausbruchregion, beziehungsweise dort ein Close dieses Gaps und ein Retest eben dieser Allzeithochs, die im Januar 21 markiert worden sind. Und das ist eben, ich denke, CRV, wie gesagt, technisch durchaus ein interessanter Bereich, gegen den man längerfristig sich möglicherweise positionieren könnte. Das also aus der Perspektive Einzeltitel. Kurzer Blick auf Gold. Das ist jetzt nicht so spektakulär. Das hatten wir gerade schon zum Thema gemacht. Also die Frage, oder beziehungsweise was heißt die Frage? Den Retest dieser Ausbruchregion haben wir zu sehen bekommen. Hier, ihr könnt noch diese Skizze von mir da sehen. Diesen Test haben wir zu sehen bekommen. 97, die kann gehalten werden. Durchaus ein potenzieller Bereich für Long Engagements. Erstes Ziel ist jetzt erstmal der Break über 810. Beziehungsweise darüber dann die 830er-Region. Viel interessanter aber vielleicht aus der trading-technischen Warte dann an der Stelle Silber. Auch wenn Gold grundsätzlich eigentlich weniger volatil anmutet und deswegen sich vielleicht hier für ich sag mal, einen konservativeren Trader oder weniger auf geringere Volatilität in der Kapitalkurve ausgelegten Trader eben geeignet ist an der Stelle. Vielleicht gibt es noch einmal ja, so ein Test hier, vielleicht der 7,93 ungefähr. So könnte man einen Trade vielleicht aufsetzen. Ich nehme den mal raus. Ich nehme den mal hier raus, einen kurzen Augenblick. So. Also da wäre die Möglichkeit für einen Trade in Gold an der Stelle, wäre Rücksetzer hier auf diesen Bereich und dann Long mit Stop unterhalb dieser Tiefs. Die haben sich jetzt deutlich hier herauskristallisiert. Das wäre also dann allerspätestens eigentlich die 7,88. Kommst mit relativ kleinem Risiko rein gegen die 7,92, 7,93. Das sind tatsächlich nur $5 Risiko und würdest an der Stelle eben mit einem Risk hier von $5 auf die Oberseite gehen und erstmal die 1,810 anlaufen, beziehungsweise, also sehen wir schon, das ist eine Chance an der Stelle von $17, beziehungsweise darüber. Es ist die 830er-Region. Nochmal, Saisonalität ist jetzt bullish in Gold an der Stelle. Aktuelle übergeordnete Unsicherheit, Aussicht auf Finanzierung weiterer Lockdowns und dergleichen muss irgendwie bezahlt werden, in Anführungsstrichen sehr plump gesprochen. Das wird auf die Bonität an der Stelle der jeweiligen Volkswirtschaften durchschlagen. Sei es der europäische Kontinent, sei es die USA. Das wird eher Kapitalzuflüsse für Gold in diese saisonal günstige bullische Fenster sowieso vielleicht nach sich ziehen, beziehungsweise eben dann eventuell auch den Kryptobereich nochmal stärkere Nachfrage erfahren lassen. Bedeutet also an dieser Stelle, scheint CAV-technisch durchaus ein attraktiver Kandidat hier. Also Gold an der Stelle, ausgehend von dieser Überlegung, wenn wir jetzt diesen Bereich nochmal anlaufen, hier die 7,93 Stop unterhalb der gestern ausgebildeten Tiefs, 7,88. Silber hatten wir gerade schon zum Thema gemacht, da ist das Schlüssellevel jetzt hier unter Beschuss in Anführungsstrichen, beziehungsweise vielleicht sehen wir noch mal ein kurzes Einknicken gegen die 22,50. Das wäre so ein Bereich, da würde ich mich auch überlegen, dann Long zu positionieren. Stop 22,15, da sind wir bei 35 Cent. Der Trade, der wäre allerdings auch übergeordnet CRV-technisch dahingehend attraktiver, weil wir den auslegen würden auf eine Test der 25er-Region. Also das bedeutet, wenn an der Stelle die 22,50 mit der Chance auf $2,50 gehen, bei 30 Cent Risk, 25, 35 Cent Risk an der Stelle, also auch schon CRV deutlich größer, 5:1 eben hier anstreben. Also auch Silber aus der Perspektive ein ganz interessanter Kandidat.
Ethereum. Ethereum bleibt mein Freund. Mein Freund, dann verstehe ich mein Favorit. Bleibt einfach mein Favorit durch die Vielfältigkeit, vielfältigeren Möglichkeiten eben, die als App-Coin zu nutzen, einfach als Basis für Applikationen, die weit über eine Bezahlfunktion hinausgehen. Da ist sicherlich dann Bitcoin um ein Vielfaches mehr geeignet, aber auch charttechnisch ist Ethereum eigentlich attraktiver. Also ich habe jetzt hier den Bitcoin-Chart. Wir sehen, wir haben diesen kurzfristig bärischen Modus haben wir überwinden können. Wir haben die 47 zurückerobern können. Uns jetzt oberhalb von 47.500 sind wir in der Lage, uns zu stabilisieren. Das sieht also ganz klar deutlich hier nach einer Bodenbildung aus an der Stelle. Und ja, auf der Oberseite bleibt es aber dabei, dass ich eigentlich eine Rückeroberung der 50.000, vielleicht sogar der 51.500, 51.500 dieser rotfarbenen Linie sehen wollen würde, um hier wirklich dann auch von einem Bruch dieser Abwärtssequenz und wieder einem Aufdrehen, einem bullischen Modus eben an der Stelle eben sprechen würde. Das sieht ein bisschen klarer aus, einfach wenn wir uns Ethereum an der Stelle betrachten. Ethereum hat diese Abwärtssequenz hier schon erstmalig jetzt mindestens attackiert. Ja, das kommt so sicherlich ein bisschen darauf an, wie du jetzt die Trendlinie hier zeichnest, aber das ist schon mal ein erstes Signal. Wir können deutlich eine Stabilisierung ausmachen, hier in die 3650er Region ungefähr. Und solange wir auch die 4000er Marke halten können, ist das eigentlich ein klar bullisches Umfeld, in dem wir uns hier wiederfinden. Wir sehen übergeordnet ein Aufdrehen gegen diese, hier in dem Fall ist es pinkfarbene Trendlinie, die gehalten werden kann. Also eine deutliche Sequenz steigender Tiefs, die ausgemacht werden kann. Abnehmer-Abgabedruck, das ist deutlich bullischer als das, was wir im Bitcoin sehen. Und auch CRV-technisch hast du einfach in den Gefilden jetzt hier, hast du einfach mit einem Break über die 4000, halten oberhalb der 4000 und einem Stop. Ich sag mal im Bereich um 3,650, übergeordnet $350 Risiko auf der Unterseite, hast du eigentlich ein klares Ziel auf der Oberseite, was dir ein sehr, sehr vorteilhaftes CRV verspricht. Einfach mit einem Test der 4.800er Region, das sind $800 Risiko gegen $350 Chance, also deutlich besser 2 zu 1. Eigentlich gehst du auch nicht nur auf den Test der 4,8, sondern eigentlich auf das psychologische 5.000er Level an der Stelle und eventuell darüber hinausgehend auch weiteren bullischen Momentum, was wir erwarten können. Ja, ich habe, ach so, ja, die Klagen nehmen ja zu gegen diese willkürlichen Maßnahmen, die da verabschiedet werden. Das schreibt Tom jetzt hier gerade, Insomnia zum Beispiel, gegen das Tanzverbot. Da gibt es, glaube ich, einige Clubs, die dagegen vorgehen, aber naja, also die Unterwandlung, unter Aushöhlung unseres Rechtsstaates, die ist ja mittlerweile auch sehr offenbar. Also nicht, dass man das nicht auch irgendwie geahnt hat. Ich hatte das mal sehr, sehr harsch formuliert und hatte dafür eigentlich eine Augenrollen kassiert, aber mittlerweile stellt sich heraus, dass ich damit wohl bedauerlicherweise recht hatte. Ich habe mal zu einem Freund gesagt, das, was wir hoffen müssen, das war auch jetzt schon zu Zeiten Corona, das ist, was wir hoffen müssen, ist, dass nicht offenbar wird, dass unsere gesamte sogenannte Rechtsstaatlichkeit eine Illusion ist. Also nicht, dass ich nicht sagen würde, wir leben in keinem Rechtsstaat mehr, aber es erhärten sich doch so die Eindrücke, dass viele, viele Entscheidungen, die irgendwie absurd anmuteten in der Vergangenheit, das schon angedeutet haben und sich jetzt mehr und mehr eben zeigt, dass man nicht machen kann, was man will, aber dass zumindest mal es abhängig davon ist, wo gerade der Fokus drauf liegen soll, im Hinblick auf entsprechende Urteile oder beziehungsweise auf da, wo Recht angewandt werden soll. Und das ist eben etwas, wenn sich jetzt an der Stelle eben herauskristallisiert, im Hinblick eben beispielsweise auf diese Lockdown-Maßnahmen und dergleichen, die Verfassungswidrigkeit ist ja schon an einigen Stellen mal herausgestellt worden, dann wird es nochmal geprüft, dann wird es wieder überworfen beispielsweise, dann wird Recht, unglaublich Recht Rechtsbeugung und dergleichen sogar vorgeworfen, die dann sogar Konsequenzen zu fürchten haben, weil sie hier weisungsgebunden sind an das, was die Politik ihnen vorgibt. Selbst wenn es dann zu Urteilen kommt, nehmen wir mal Stichwort Söder, ich weiß gar nicht, was das war, Verwaltungsgericht München, ich weiß es nicht genau, wo ja die Verfassungswidrigkeit der Maßnahmen im April, Mai 20 hinsichtlich des Lockdowns sogar herausgestellt wurde. Es hat keine Konsequenzen gegeben, keinen Rücktritt, kein gar nichts. Sind Leute schon für weniger zurückgetreten. Also, das heißt, das ist ein Verfassungsbrecher und trotzdem kann der weiter schalten und walten, wie er will. Also, zumindest, das ist der Eindruck, der entsteht und es ist sehr plump runtergebrochen. Aber ja, also, lange Rede, kurzer Sinn. Was wir hier zu sehen bekommen, ist einfach, ja, Klagen, okay.
Aber man hat nicht den Eindruck, als wenn das irgendwelche Konsequenzen irgendwie in irgendeiner Form nach sich sieht. Also jedenfalls, solange wir nur die Urteile haben, es aber nicht wirklich umsetzen, in aller Konsequenz und als Gesellschaft erkennen, dass wir hier Rechte haben, ne, dann ist ja ganz nett, dass da geklagt wird, aber nichtsdestotrotz ändert das ja nichts an den aktuellen Gegebenheiten, so wie sie vorfinden. Ja. Ein bisschen abgedriftet, ne? Ja, seine Schluss hinein. Also, wie gesagt, einiges an Action noch, welches wir auf dem Schirm haben sollten. Beobachtet die Entwicklung in der türkischen Lira. Das ist sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend, was wir dort zu sehen bekommen. Einzeltitel, die heute sehr interessant sind. Micron, Nike an der Stelle eben sehr, sehr interessant. Wir haben, was noch? Nike, Micron, Tesla. Wie gesagt, gegen die 900er-Region ganz interessant. Sollten wir einen Blick drauf werfen. Und ja, morgen gibt es dann das letzte Morning Meeting im Jahr 2021. Und darauf freuen wir uns. Happy Trading. Ich freue mich auf morgen. Passt auf eure Stops auf. Wie gesagt, abonniert gerne den Kanal. Das noch ganz kurz vielleicht. Abonniert gerne den Kanal. Lasst gerne ein Like hier. Fragen, Anmerkungen, Wünsche jederzeit gerne. Ich würde mich freuen, dort von euch lesen zu dürfen. Und soweit also meinerseits. Wie gesagt, morgen 10:30 Uhr mit Marc ist ein letztes Morning Meeting 2021. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.